Mich begeistert einfach, dass ich verstehe, was draußen in der Natur passiert. Jetzt mit dem Projekt mit den Wäldern, dass ich ganz genau verstehen möchte und schon auch besser verstehe, was jetzt innerhalb des Baumes oder generell im Waldökosystem passiert. Willkommen zurück zur FAU4U. Wir hatten jetzt einen kleinen Tapetenwechsel und heute geht's in die Natur. Und wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, ist unser heutiges Thema der Wald. Annette Debel promoviert seit April 2016 an der FAU. Auch ihre Bachelor- und Masterarbeit hat sie dort geschrieben, nämlich in der physischen Geographie. Und gerade ist eben an folgendem Thema dran. Wir untersuchen die Reaktion von Waldökosystemen auf die aktuelle Klimadynamik, vor allem in den letzten ja, 20 bis 30 Jahren kann man sagen, dass Trockenheiten, die Temperaturen, dass das alles sich verstärkt hat und die Wälder auch in Bayern darunter gelitten haben. Und wir untersuchen jetzt den aktuellen Stand. Wie geht es den Bäumen? Wie wirken sich zum Beispiel das Trockenjahr 2018 oder auch 2003 auf die einzelnen Baumarten in Bayern aus? Ein Trockenjahr bedeutet, wer hätte das gedacht, ein besonders niederschlagsarmes Jahr. Den Niederschlagswert kann man anhand der SPI-Einheit bewerten. Ein positiver Wert bedeutet ein Niederschlagsüberschuss und ein negativer Wert ein Niederschlagsdefizit. Es ist jetzt nicht relevant, dass es im Durchschnitt wärmer wird, auch wenn die Winter wärmer werden. Das beeinflusst jetzt nicht unbedingt das Waldökosystem. In den Alpen zum Beispiel, auch auf höheren Lagen, kann es auch positiv sein, wenn es wärmer wird. Das heißt, dass dann die Wachstumssaison einfach verlängert wird. Aber wenn es immer trockener wird und diese Zeiten auch über den Sommer her immer länger werden, an dem kein Niederschlag oder nur sehr wenig Niederschlag fällt, dann wirkt sich das schon extrem auf die Bäume in Bayern aus. Laut Annette kann man die Auswirkungen im Wald schon mit bloßem Auge erkennen. Der Wald ist dann nicht mehr so wunderbar grün, sondern leider so abgestorben und braun. Auf diesem Bild ist zwar kein bayerischer Wald zu sehen, sondern ein Buchenwald in Chile. Aber es zeigt, was anhaltende Dürre mit den Bäumen anrichten kann. Annettes Forschungsarbeit rund um diese Auswirkungen gliedert sich in drei Schritten. Als allererstes die Probenentnahme. Als zweites geht sie in ins Labor, um als drittes ihre Daten dann auswerten zu können. Dafür braucht Annette verschiedene Messgeräte, darunter auch einen Zuwachsbohrer. Und wenn das jetzt der Baum wäre, gehe ich ungefähr auf Brusthöhe an den Baum ran, möglichst gerade, und drehe diesen Bohrer in den Stamm ein, am besten bis zur Mitte. Wenn ich dort bin, nehme ich diese Zunge für ein. Wenn ich dann den Bohrer in die andere Richtung drehe, bricht das Holz innen ab und dann kann ich hier meinen Bohrkern rausziehen. Annette zeigt uns Bohrkernbeispiele von der Kiefer und der Fichte. Anhand der Jahresringe kann man das Wachstum erkennen. Bei engen Ringen wird anschließend der Grund des schlechteren Wachstums erforscht und mit anderen Werten verglichen. Eine Begründung hierfür kann ein Trockenjahr, ein Nährstoffmangel oder ein Unterstand unter größeren Bäumen sein. Die drei Hauptbaumarten, die Annette untersucht, sind die Laubbaumart, die Buche, die Nadelbaumart in hochgelegenen Standorten, die Fichte, und die Nadelbaumart in tiefer gelegenen Standorten, die Kiefer. Und je nachdem, welche Baumart gerade untersucht wird, variiert auch die Anstrengung, den Bohrer in den Baum hinein zu befördern. Die Buche zum Beispiel ist ein Hartholz. Also es ist ein kleines Workout. Aber mit der Zeit habe ich dann wirklich auch Muskeln aufgebaut und dann ging es leichter. Obwohl allgemein die Forschung schon die Hauptbaumart Buche als sehr gefährdet sieht in Bezug auf, okay, was wird passieren in den nächsten Jahren, wenn jetzt die Trockenheiten zunimmt, ist dann die Buche wirklich noch an jedem Standort so vertreten, wie sie jetzt vertreten ist. Bei mir ist es ein bisschen, wie gesagt, komplexer an manchen Standorten, wo ich zum Beispiel auch nicht erwartet hätte, dass es der Buche gut geht und dass
breite Jahre gebildet werden, zeigt sie doch gute Reaktion. Und da muss man jetzt auch ein bisschen ins Detail gehen, ob das dann mit dem Boden zu tun hat oder ob die Standortbedingungen vielleicht durch einen sehr durchmischten Wald sehr gut waren an der Stelle und dann gar nicht so vom Klima abhängig war. Annette schaut sich den Bohrkern nicht nur mit bloßem Auge an, sondern auch mittels Mikroskop und Computersoftware. Genau, mit unserer Software können wir dann jeden einzelnen Ring vermessen. Und am Ende kommt dann für den einzelnen Baum eine am Computer sichtbare Chronologie raus. Zur Laborarbeit, die Annette uns jetzt hier in der Glückstraße gezeigt hat, gehört aber auch noch die Isotopenanalyse. Die findet aber in einem anderen Labor statt. Eine Isotopenanalyse kann verwendet werden, um den Energiefluss durch ein Nahrungsnetz zu verstehen, um so vergangene Klima- und Umweltbedingungen zu rekonstruieren. In unserem Projekt haben wir einen neuen Ansatz, weil so Klimavorhersagen sehr schwierig sind und sehr viel Ungenauigkeiten mit sich bringt. Und wir wollen uns auf Großwetterlagen ein bisschen fixieren. Das heißt, Großwetterlagen, die dann mit Hochs und Tiefs über Mitteleuropa stehen, haben eine bestimmte Auswirkung vom Wetter her auf verschiedene Regionen in Bayern. Und diese Großwetterlagen kann man besser für die Zukunft her prognostizieren, welche vielleicht häufiger vorkommt. Und wenn wir wissen, wie der Baum an welcher Region auf diese Großwetterlage reagiert, können wir auch leichter eine Prognose erstellen. Großwetterlagen werden beobachtet, um einen längeren Zeitraum an Veränderungen zu betrachten. Das aktuelle Wetter beschreibt nur, was an dem jeweiligen Tag passiert. Und somit sind Großwetterlagen präziser in der weiteren Zukunft. Wo wir schon beim Thema Zukunft sind, wie sieht das denn aus jetzt mit unserem gestressten Wald? Die Frage ist, für was will ich den Wald nutzen? Also zum einen ist natürlich immer dieser Naherholungseffekt da, dass man sagt, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten haben viele das Spazierengehen nochmal neu kennengelernt und gehen in den Wald. Aber natürlich ist es auch viel komplexer. Also auch das lokale Klima wird von Wäldern beeinflusst, die Bodenqualität und natürlich die Artenvielfalt in dem Wald ist einmalig. Und auch der Wirtschaftsfaktor, den man nicht vergessen darf, weil Holz natürlich nicht nur für Möbelbau, auch zur Energiegewinnung, für Spanholz und so weiter benötigt wird. Zur Beobachtung der lokalen Bäume gibt es die sogenannten Talking Trees. Dafür wird pro Untersuchungsgebiet ein Baum ausgestattet mit einer internetfähigen Übertragungseinheit. Und so kann man die Baumreaktionen auf die lokalen Witterungsbedingungen in Echtzeit übers Internet übertragen. Das Tolle ist, dass wir zusammen mit Partnerschulen arbeiten und die Schüler bekommen diese Daten und die Schüler sollen die Daten interpretieren und dann in einfache Worte übersetzen und twittern. Dieses Partnerprojekt ist super, um Schülern und Schülerinnen die lokalen Klimaereignisse und somit die Wirkung auf bayerische Waldökosysteme näher zu bringen. Das war doch jetzt ein super Thema für jeden Naturliebhaber, oder? Ihr dürft auch gespannt sein auf unsere nächsten Themen. Bis bald!